Ja, hallo Bruno. Schön, dass wir miteinander sprechen dürfen. Erstmal herzliche Gratulation zu deinem Sieg. Wie fühlst du dich? Unglaublich. Ich war noch nie im Finale beim Deutschen Boulder Cup und habe jetzt wenig trainieren können in letzter Zeit. Ich habe so viel arbeiten müssen und dass heute gleich der Sieg rausspringt, das hätte ich mir nie träumen gewagt. Also, wie kommt das denn, dass du so fit hier heute in den Wettkampf gegangen bist? War es doch nur die Tagesform oder hat sich das vielleicht, dass du wenig trainiert hast, vielleicht ausgezahlt? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es war halt, hätte irgendwie alles gepasst. Ich war ruhig, ich war kontrolliert, alles hat super gepasst. Und von dem her war es super heute. Ich bin immer noch fertig. Haben vielleicht die Zuschauer hier, die wirklich sehr zahlreich vorhanden waren, auch ihres dazu beigetragen, dass du heute wie auf einer Welle geschwommen bist? Ja, auf jeden Fall. Ist bei uns immer super Stimmung, super Leute und die Musik und die Anfeuerungen, die merkt man als Finalteilnehmer und die pushen einen nochmal zurück. Da mobilisiert man die letzte Kraft und auch meine Freundin, die heute auch da war, das gibt alles Kraft und das war, wie gesagt, super heute. Wirst du auch bei den nächsten Boulder Cups in Kitzbühel unter anderem noch an den Start gehen oder machst du das kurzfristig von deiner Arbeitssituation abhängig? Ja, ich habe eine Kletterhalle eröffnet vor einem Jahr und bin eben Kletterhallenbetreiber und kann eigentlich keine bunten Griffe mehr sehen, weil ich so viel damit zu tun habe und habe das eigentlich von heute abhängig gemacht, ob ich weitermache das Jahr oder nicht. Und dass heute gleich der Sieg rausgesprungen ist, das okay. Das verpflichtet ja quasi zum Weitermachen, ne? Absolut, absolut. Alles klar, dann wünsche ich dir viel Erfolg noch für die Saison und danke fürs Interview. Danke.